Sie müssen jetzt ganz stark sein. Es gibt eine neue Studie, sie ist ganz aktuell. Es ist diese Studie, eine Schockstudie. Bereits geringe Mengen Alkohol verkürzen unsere Lebenszeit, meine Damen und Herren. Ich weiß, Sie machen sich jetzt Sorgen um Nadel. Da ändert sich nichts. Sie trinkt keine geringen Mengen Alkohol. Da müssen Sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Alkohol verkürzt das Leben. Das ist es wissenschaftlich erwiesen. Das heißt, die Lebenszeit wird kürzer. Ich habe eine ganz einfache Lösung für Sie. Trinken Sie einfach schneller. Sehr schöne Geschichte. Ein Tipp zum kostengünstigen Reisen. Hier, ein junger Mann ertindert sich seinen Wunschtrip durch Europa. Ein 26-jähriger Belgier hat sich mithilfe der Dating-App Tinder in 8 europäischen Ländern kostenlos Urlaub erschlafen. Ja, also weil er bei den Frauen schlief, also beischlief. So. Geschlechtsverkehr, Mann! Ich weiß nicht, spät. Ja. Tolle Idee. Da freuen sich auch die Euroskeptiker und Eurogegner. Credo perfekt umgesetzt. Fuck die EU! Er hat es in 21 Schlafzimmer geschafft, von 21 Frauen, und erhält jetzt dafür die Dieter Wedel Ehrenurkunde. Herzlichen Glückwunsch. Nach seinem Trip hat er sich bedankt, er hat sich bei seinen Gastgeberinnen bedankt und bei Dr. Alexander Fleming für die Entdeckung des Penicillin. Junger Mann ertindert sich seinen Wunschtrip. Eigentlich hätte es heißen sollen, junger Mann ertindert sich seinen Wunschtripper. Aber gut. Ich habe es auch mal versucht. Ich wollte auch mit Tinder durch die ganze Welt. Aber ich habe es nur bis Pforzheim geschafft. Absolute Lieblingsmeldung diese Woche. Im britischen Warwickshire hat die Polizei einen Trickdieb gesucht. Und das ist, also, die haben ein Phantombild gemacht. Mit hochkomplizierter Kriminaltechnik ein täuschend echtes Phantombild erstellt. Der Täter ist noch nicht gefasst. Hier ist das Original-Fahndungsbild, das die Polizei so getwittert hat. Schön, oder? Ja. Wie echt? Sagen wir, wie echt? Angeblich hat der Mann einen Kleinwagen gestohlen, den er dann in seinem Mund versteckt hat. Vielleicht ist es ja eine Polizeitaktik, wissen Sie nicht. Vielleicht bauen die ja darauf, dass der Gesuchte sich beleidigt fühlt und der Polizei bald ein besseres Foto von sich schickt. Wir wissen es nicht. So, hier ist noch ein Witz für unsere Sparfüchse aus dem Südwesten. So lacht der Südwesten. Was sind die teuersten Tomaten? Na, richtig, Geldautomaten. Echt jetzt? Echt jetzt? Meine Güte, hätte ich das gewusst, hätte ich gleich damit angefangen. Es gibt in Deutschland erschreckend immer weniger Geldautomaten. Ja, die Geldautomaten, es wird immer weniger Geldautomaten. Oder wie Kathi Hummels sie nennt, Matz. Das heißt, es gibt auch immer weniger Bargeld. Ich kenne Leute in der Fernsehbranche, die stecken den Stripperinnen aus Verzweiflung schon Überweisungsträger in den Tanga. Das ist wirklich wahr. Ich sag nur Finanzkrise, ich höre dir trapsen. Die Zinsen sind immer noch auf dem Rekordtief. Der durchschnittliche Sparer weiß nicht, wo er sein Geld anlegen soll. Und wir als seriöses, gebührenfinanziertes Wirtschaftsmagazin raten Ihnen jetzt, gehen Sie ins Casino. Ja, gehen Sie ins Casino. In Baden-Baden zum Beispiel haben wir ein schönes Casino. Das ist das einzige Casino, wo man sich das Pokerface nicht antrainiert, sondern spritzen lässt.